Herzlich willkommen zum Leitfaden Prävention. Dieses Erklärvideo bezieht sich auf die Phase Bedarfserhebung. Die Bedarfserhebung erfolgt nach der Bildung eines Projektteams oder einer Lenkungsgruppe und ist der erste Schritt im gesundheitspolitischen Aktionszyklus. In dieser Phase geht es darum, sich der Ausgangslage, also dem Bedarf, der gegenwärtigen Praxis und der verfügbaren Ressourcen bewusst zu werden. Dafür ist das im Vorfeld gebildete Projektteam verantwortlich. Die Bedarfserhebung umfasst zwei Schritte: die Analyse des Bedarfs und die Kartierung der gegebenenfalls existierenden Angebote und Maßnahmen in ihrem Setting. Die Bedarfserhebung beschäftigt sich mit der Auswahl eines geeigneten Instruments, um den bestehenden Präventionsbedarf herauszufinden. Sie stellen sich die Frage, welche Präventionsbedarfe gibt es in meinem Setting und wie finde ich diese heraus? Wir beziehen uns dabei auf die Settings Kommune, Schule und Kita. Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen, um den Präventionsbedarf zu ermitteln. Aktive Vorgehensweisen sind selbstständige Erhebungen, bei denen neue, spezifische Daten gewonnen werden. Mögliche Methoden sind schriftliche Befragungen oder Interviews mit der Zielgruppe und Experten, Beobachtungen oder auch Begehungen des Settings. Sie haben den Vorteil, dass gezielt problem- und entscheidungsrelevante Informationen erfasst werden können. Nachteil ist, dass der Zeitaufwand deutlich höher ist als bei passiven Vorgehensweisen. Bei passiven Vorgehensweisen orientieren Sie sich an Informationen und Daten, die schon vorhanden sind. Darunter fallen zum Beispiel statistische Daten, Studien, vorhandene Literatur, regionale Gesundheitsberichterstattung oder Richtlinien bezüglich Präventionsempfehlungen durch das GKV-Bündnis. Eine Orientierung an diesen Richtlinien meint, sich eben nach diesen Empfehlungen zu richten. Das können zum Beispiel klassische Handlungsfelder im Setting Schule sein. Diese sind zum Beispiel Bewegung, Ernährung, Resilienzstärkung, Stressbewältigung, Sucht und Gewaltprävention. Passive Vorgehensweisen erlauben mit geringem Zeitaufwand Informationen und Daten zusammenzutragen. In aller Regel sind sie kostengünstig, da viele Daten im Internet abrufbar sind. Allerdings geben sie keinen Aufschluss über die genaue Situation vor Ort. Wenn Sie stärker die Perspektive und Ansichten der Zielgruppe berücksichtigen wollen, dann bietet sich eine aktive Vorgehensweise an. Sie können sich für die Datenerhebung Unterstützung suchen. Hilfsmittel und Impulse finden Sie auf der Webseite Leitfaden Prävention. Um ein sinnvolles Präventionskonzept zu erstellen, ist eine aktive Bedarfserhebung aber in vielen Fällen nicht notwendig. Die Perspektiven der Zielgruppen sollten dennoch berücksichtigt werden. Im Rahmen der Ressourcenanalyse befassen Sie sich mit den bestehenden präventiven Angeboten und Maßnahmen in Ihrem Setting. Erstellen Sie einen Bericht mit allen bestehenden präventiven Aktivitäten und Programmen in Ihrem Setting. So verschaffen Sie sich einen Überblick über bestehende präventive Maßnahmen und bekommen heraus, welche Maßnahmen noch gebraucht werden. Wenn Sie die Bedarfserhebung abgeschlossen haben, dann folgt die Planungsphase. Weitere Informationen zur Phase der Bedarfserhebung finden Sie auf unserer Webseite Leitfaden Prävention.